8. Juli 2018, 19.23 Uhr, FC Augsburg und Austria Lustenau trennen sich mit 1:1. Fußball-Bundesligist FC Augsburg hat im ersten Testspiel der Saisonvorbereitung noch nicht überzeugt. Die Mannschaft von Trainer Manuel Baum kam im Rahmen des Trainingslagers in Malz, Südtirol vor 500 Zuschauern gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau nicht über ein 1:1, 0:1 hinaus. Die Vorarlberger gingen durch einen Kopfball von Tuncha, 32. in Führung, Sergio Cordova, 55. glich für den Bundesligisten aus. Die Augsburger hatten zudem noch Glück, da Lustenau einen Elfmeter verschoss. In der ersten Runde des DFB-Pokals ist Augsburg beim Regionalligisten TSV Steinbach zu Gast. Eine Woche später muss der FCR zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2018-19 zu Aufsteiger Fortuna Düsseldorf.